fordern den Rettungsschirm jetzt! Wir fordern den Rettungsschirm jetzt! Wer macht kostenloses Krisenmanagement? Wir! Wer ist für die Kunden da? Wir! Wer kämpft um Verbraucherrechte? Wir! Wer ist für eure Träume da? Wir! Überleben! Wir sind 100.000 Arbeitsplätze! Wir fordern hier vor der Staatskanzlei und da haben sich 50 Menschen aufgebaut, die alle aus dem Reisebüro gegenkommen. Was passiert denn heute hier? Wir haben vor 2 Wochen schon mal demonstriert. Es ist eine bundesweite Aktion in allen großen deutschen Städten und fordern einen Rettungsschirm und nicht rückzahlbare Beihilfen, weil wir in der Gesamtwirtschaft in einer einzigartigen Situation sind. Wie sieht denn momentan der Stand der Dinge aus? Die Reisebüros werden jetzt nach und nach aufgefordert, Sachen wieder zurückzuzahlen? Also man muss unterscheiden zwischen Reiseveranstalter und Reisebüro. Die Reiseveranstalter sind die, die das Geld kassieren. Das Reisebüro vermittelt das nur. Ja. Und viele Reiseveranstalter favorisieren Gutscheine, dass der Kunde quasi sein Geld nicht zurückbekommt. Wir Reisebüro, unsere Bewegung ist da total dagegen. Im Sinne des Kundenschutzes. Was mit den Perspektiven? Unsere Perspektive ist sehr unsicher. Wir wissen momentan nicht, was weltpolitisch passieren wird mit Grenzöffnungen, Einreisebestimmungen. Deswegen brauchen wir ganz dringend die politische Unterstützung. Andere Branchen können schon neu anfangen. Wir waren die Ersten, die in dieser Krise drin waren mit unseren Geschäften und werden wahrscheinlich als Letzte rauskommen. Was halten Sie denn, dass Österreich jetzt ab Mitte Juni dann doch wieder frei zugänglich sein wird, ohne Quarantäne? Das ist natürlich für uns sehr wichtig. Österreich ist ein ganz wichtiger Reisemarkt, auch für die Reisebüros. Und wir freuen uns sehr darauf, unseren Kunden wenigstens die Reisen in dieses Land wieder ermöglichen zu können. Mit Fernreisen in dem Jahr wird es wahrscheinlich noch nicht so. Fernreisen werden schwierig, aber es werden einige Flüge gehen, zum Beispiel nach Kreta, das ist schon fix. Spanien ist noch nicht ganz sicher. Es wird einige wenige Destinationen geben, die auch in den Reisebüros gebucht werden können. Haben Sie jetzt schon mitbekommen, dass in Norddeutschland ja einige Bundesländer schon Ferien vermitteln, dass jetzt ganz viele Leute da buchen? Ja, natürlich. Das Deutschlandgeschäft geht aber traditionell selten über die Reisebüros. Das ist klar, da gibt es keine Sprachbarriere, da kann man mal eben anrufen. Problem wird nur sein, weder Nord- noch Ostsee können ganz Deutschland Urlaubsunterkünfte bereitstellen. Das würde ein schreckliches Gedränge, das geht nicht. Und deswegen sind wir sehr froh, wenn sich andere Länder auch weiter öffnen. Aber alles natürlich unter dem Gesichtspunkt des Gesundheits- und Infektionsschutzes. Ja. Und in Summe bringt das ja auch nicht den Ausgleich, was die Fernreisen und das Ganze vorher gebracht haben. Unsere Demonstration ist ja die Forderung nach der nicht rückzahlbaren Beihilfe. Wir müssen sehen, 70% aller Reisen, die in Reisebüros, ob im Internet oder in einem Ladengeschäft gebucht werden, sind Auslandsreisen. Und daher ist unsere Perspektive wirklich schwierig und wir brauchen die politische Unterstützung. Sonst wandert gut ausgebildetes Fachpersonal in andere Branchen ab und dann ist kein Neustart mehr möglich. Super. Und ich bin im Reisebüro von der Artikel. Und hat sich ganz spontan bereit erklärt, das heute für uns zu machen. Danke. Wir danken Ihnen. Yeah.
Beispiel